Egal, die Zeit läuft. Ja, ja. Genau. Die Zeit läuft ab dem ersten Wort, hat es eben geheißen. Jetzt geht's los. Ich grüße alle Abhängigkeitswähler. Ich grüße alle Frühbriefwahlwähler. Und ich möchte mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Thomas. Majestät Thomas, seine königliche Heiligkeit. Majestät, König, Doktor der Philosophie der Bodhisattva-Universität Kalifornien, Thomas Gerhard Hornauer. Ja, ihr dürft mal dazu. Am 14. Februar 2010 hatte ich meine erste Krönung in Thailand von einem afrikanischen König und meine Krone wurde von 90 buddhistischen Mönchen und 4 buddhistischen Meistern gesegnet. Seitdem habe ich meine bürgerliche Anrede Herr Hornauer abgelegt und höre nicht mehr auf Herr Hornauer. Bitte, wer es halt nicht kann, ist klar, sehe ich euch nach. Bin auch nicht hier, um sympathisch zu sein, um eure Stimmen zu bitten, sondern ich bin hier, um Kornbestheim gut genug für den König ist. Bisher habt ihr euer Zeugnis geschrieben und die Jugendlichen ausgegrenzt. Und die Bürgermeisterin, die hier den Laden noch schmeißt, hat gemeint, es sei nicht separiert worden. Man hat die Jugendlichen hier nicht in den Saal gelassen und in einen Nebensaal gesteckt. Und nachher sind sie dann nicht in der Lage, obwohl ich sie bestellt habe, dass sie mir mal Fragen stellen können, weil dann wahrscheinlich die Fragen nur aus diesem Raum gezogen werden. Und wenn die Menschen, die da drüben sind, nicht mitmachen können, dann hat sich auch Kornbestheim wahrscheinlich schon einen künftigen Amtsverweser geschaffen. Aber das hat man sich ja schon dran gewöhnt und egal, wie die Wahlen manipuliert wurden, das Verwaltungsgericht und das Referat 14 mit Herrn Hagmann wird schon regeln. Ne? Ja, jetzt möchte ich mal sehen, ob wir überhaupt noch da sind. Könnten wir mal die Hand heben, wer von euch lebt noch? Wer lebt noch? Könnt ihr mal die Hand heben, die noch sagen, ich lebe? Also habe ich es hier schon wieder nur mit lebendigen Toten zu tun, habe ich mir gedacht. Könnte auch jemand die linke Hand heben, ob hier jemand selbstständig und frei denken kann? Linke Hand, Kameras, guck mal, ist noch jemand da, der selbstständig und frei denkt? Ja, hier, die Jugend hat es noch drauf. Ne? Somit konnte ich jetzt die Ausrichtung meiner Kandidatenvorstellung beginnen. Seit 20 Jahren bin ich es gewohnt, von euch spießigen Schwaben, euch geht es ja gut mit euren Häusern, die man aber bald verliere, wie euer Freund und mein Freund Klaus Schwab schon sagt, in 2030 gehört euch nichts mehr, ihr werdet nichts mehr besitzen, aber glücklich sein. 20 Jahre bin ich jetzt, seit ich den Landessender Baden-Württemberg damals gekauft habe, und mit Pressekampagnen in den Dreck gezogen wurde, hat man letztendlich die letzte Pluralität in Baden-Württemberg beendet. Und seitdem habt ihr eine schöne, meinungsorientierte Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, alles gehört aus Südwestpresse, keine Meinungspluralität, sondern euch wird die Meinung wunderschön vorgedacht und ihr macht dann euer Kreuz. Die nächste Frage, ist die Briefwahl schon raus? Das wollte ich fragen. Es gibt schon Briefwahl? Ja, also habt ihr schon Briefwahl gewählt? Wer hat denn schon gewählt? Alle habt ihr schon eure Stimmen abgegeben? Ich bin der Meinung, die alle schon gewählt haben, die sind so doof, dass sie nämlich nicht die Chance bis zum Stichtagswahl ihre Meinung zu bilden vergeudet haben. Und alle, die jetzt schon ihre Stimme abgegeben haben, die sollten jetzt sofort den Raum verlassen und uns hier nicht den Sauerstoff rauben. Weil für was hört ihr meine Rede, wenn ihr schon entschieden habt? Ne? Ja!
Geht raus an die frische Luft, wenn ihr schon gewählt habt. Weil ihr seid dann die Demokratie verachten. Denn sie haben doch schon gewählt, was man ihnen gesagt hat. Ihnen wurde es doch schon vorgesagt. Ja, und dann hat er gesehen, wie der werte Gemeinderat, Wahlausschuss hier alles getan hat, dass so wenig wie möglich Leute überhaupt erfahren. Hätte ich nicht die Welle gemacht, wäre der SWR nicht hier und ein kleiner Krümel mit 200 Leuten hätte wieder aus einem erwählten Kreis ein paar rausgewählt. Im heutigen Zeitalter, wie im Mittelalter, den Livestream zu verbieten, lieber Gemeinderat, da seid ihr einer modernen Stadt nicht gerecht und ich empfehle euch alle den Rücktritt von eurem Amt und Selbstanzeige für eure Korruptionen und Vetternwirtschaft endlich zu machen, damit endlich mal hier diese kaputte Gesellschaft ein Ende hat. Es ist eine Schande, dass man eine Bürgermeisterwahl im heutigen Zeitalter das Livestream verbietet und Menschen, die im Krankenbett gehen und die Menschen, die jetzt aufrecht arbeiten, meine Rede nicht live miterleben können. Selbst meine Dorfgemeinde Büderhausen hat es gelacht und eine Livestream-Firma eingestellt und hat dann meinen Fernsehsenderkanal Telemedial ein Livestream-Signal gegeben, damit so viel wie möglich Menschen sehen können, wer hier zur Kandidatenwahl steht. Und sie haben auch noch die Reden der Kandidaten bis zum Wahltag auf der Homepage der Seite gelassen. Da muss ich sagen, meine Gemeinde Brüderhausen ist vorbildlich. Sie war wirklich bemüht, dass alle Bürger die Möglichkeit haben, die Bürgermeisterkandidaten kennenzulernen. Die Gemeinde Kopfwestheim hat aber nur alles Erdenkliche getan, dass es keiner weiß. Ja, und hätte ich nicht so getrommelt, hättet ihr keinen SWR hier. Ja, dann hättet ihr nur eure Kopfwestheimer Zeitung hier. Ja, und unter 200 Leuten hättet ihr das gehabt. Auf jeden Fall hat euer Gemeinderat alles dafür getan, dass so wenig wie möglich Menschen erfahren, was hier passiert. Und ich habe das Gegenteil getan. Dass ihr das nicht gut findet, habt ihr ja gezeigt, indem ihr nicht ausruht. Aber ich sage ja, die dümmsten Kälber, habe ich auch schon im Frühjahr gesagt, werden ihre Hände selber. Klaus Schwab freut sich auch. Ja, natürlich soll ich den Zahlen verlassen. Wir sind ja auch wahrscheinlich bei euch nur in der Scheindemokratie, die nach Demokratie aussieht. Ja. Sie können nachher gerne mit mir diskutieren, jetzt bei dir. Ja, ich bin sehr erfolgreich, bin einer der bekanntesten TikToker. TikTok ist zwischenzeitlich Mainstream und nicht mehr die GZ-Gebühren gesteuerte ARD, ZDF oder diese RTL und Sat.1. Aus dem Blickwinkel von TikTok sehen wir das als ein verstaubtes Medium, das sie da noch führt, die sie im Tiefschlaf halten. Und sie dürfen dafür noch Gebühren bezahlen, um belogen zu werden. Aber sie machen das sicher nicht gern und sind auch noch stolz drauf, dass sie pünktlich ihre GEZ-Gebühren zahlen. Genauso wie sie wahrscheinlich 80% hier stolz drauf sind, den 4. und 5. Booster drin zu haben. Und wenn sie stolz drauf sind, dass er in ihrer Tankstelle dann durch den Konsumzwangslabyrinth geführt werden und dann vorne bezahlen dürfen. Ne? Aber sie haben nicht bemerkt, dass an der Tankstelle und bei Impfen und bei GEZ-Gebühren ein komplettes Missbrauchssystem läuft, das jeden Menschen nur noch entwürdigt. Ihr denkt, es tut weh, ich hoffe, dass es weh tut, denn ich bin hier, um euch zu erschüttern und euch aus dem Tiefschlaf rauszuholen. Denn es wurde beschlossen, dass in Baden-Württemberg die Unmündigkeit gefördert wird und man jetzt von 25 die Herabsetzung der Bürgermeisterwahl auf 18 Jahre herabgesetzt hat. Unmündigkeitsförderung nicht genug. Auch die Altersobergrenze wird abgeschafft. Wenn jetzt einer senil krank wird, der war 30 Jahre im Amt, naja, was passiert dann? Der hat so viel Macht, den wählt man nicht mehr ab.
Wenn der Bürgermeister mal 30 Jahre im Amt ist, das hat man bei uns im Mühlhausen-Center, Schafferland, 34 Jahre, der hat so ein Machtnetzwerk aufgebaut. Und dann wird euch jemand noch unter Notbeatmung regieren als Bürgermeister, weil die Altersobergrenze genommen ist, weil man Wählerstimmen sucht. Und gleichzeitig holt man ältere Herren, holt man Bürgermeister zur Karriere von der CDU und sagt, mach mal du hier in Kompenschheim weiter. Und andererseits sagt man, was braucht Jugendliche. Auf TikTok dürfen die dürfen ab 16 wählen, aber ab 18 dürfen die sich mehr und mehr aufs Live gehen und sich eine Meinung bilden. Hey, bei euch im System liegt was schräg. Und hört auf, die Linken zu glauben, diese ganzen Phrasen, die euch von den Zeitungen erzählt werden. Verwechseln Sie Ihren Stimmzettel nicht mit dem Lottozettel, dass Sie mal die Hoffnung haben, einmal im Leben bei den Gewinnern dabei zu sein. Ich sage Ihnen, wer bei dieser Wahl ein Kreuz macht in Baden-Württemberg, der kreuzigt sich nur selber. Wir haben ein freies Feld, von dem ihr nichts wisst, bei jeder Bürgermeisterwahl, wo jeder seinen eigenen Namen eintragen kann oder die Person, die er für richtig hält. Das ist die Idee des Kommunalwahlrechts Baden-Württemberg, dass ihr als Bürger direkt euren Bürgermeister wählt. Was macht ihr? Ihr wählt vorgesetzte Rathauschefs, die euch den Gemeinderat zulässt, die schon lang ausgewählt sind und von den Schattenregierungen und Schattenmächten im Hintergrund ausgeklügelt werden. Und dann haben die PR-Agenturen, alle erfolgreichen Bürgermeister werden nur Bürgermeister, wenn sie eine PR-Agentur hinter ihnen haben und ihre Konzepte machen. Die werden bezahlt und Bürgermeister werden heute gehandelt wie VfB, erst Bundesligaspieler. Das ist eure Demokratie. Die werden euch vor die Nase gesetzt und ihr glaubt, was die Zeitung schreibt. Nach meiner 20-jährigen Erfahrung sage ich Ihnen, die Zeitung ist nur für eins da, sie im Tiefschlaf zu halten und die Lüge zu hüten, aber kein Interesse an der Wahrheit hat. Und darum bitte ich, dass wir jetzt endlich aufhören zu träumen. Wir gehen auf eine gefährliche Zeit. Die Bundesregierung hat bereits die Rechte an die WHO abgegeben. Bei der letzten Impfkampagne, wenn eine Pandemie ausgerufen ist, haben sie keinen richterlichen Schutz mehr. Sind Sie sich darüber klar? Wir haben überhaupt ein wirklich schmerzhaftes Demokratiesystem mit der Macht eines Justizministers, der die Richter einsetzt und die Staatsanwälte politisch ausrichtet. Und die Staatsanwälte bestellen in meinem Fall Puppen wie Karl Ball, ein Auge offen, wie Argus Auge, wenn ich was mache, wie in Bergen beim Herrn Friedrich, der Baden-Württemberg eine Wahl abgezogen hat, unter aller Sau. Er hat mit der Wahlbenachrichtigung alle die Briefwahl nach Hause geschickt und hat damit Landfriedensbruch begonnen, indem er nämlich das Wahllokal vom Stichtagswahl in den Hausfrieden gelegt hat und eine Briefwahl mit Abgabefrist veranstaltet hat. Aber natürlich, das ausgerichtete Verwaltungsgericht, der Staatsanwalt, ich habe alles angezeigt, alle haben weggeguckt. Weil zwischenzeitlich die Superintelligenz der Demokratie den Kardinalfehler macht, und zwar das Gesetz mit hoher Intelligenz, verniedere Beweggründe über die Wahrheit stellen. Und damit verarschen sich alle selber und ihr sägt euch alle in der Zukunft euren eisernen Ast ab. Es reicht. Ich kürze dann viel ab, ich denke, ich werde bei der Fragerunde noch die anderen Dinge mit einbringen. Und komme zum nächsten. Das heißt nicht, dass ich meine Zeit nicht nutze. Ich werde sie quälen bis zum Schluss natürlich. Wir brauchen dringend eine neue Metademokratie. Die Wahlen waren alle meiner Meinung nach in der Corona-Zeit ungültig, weil demokratische Wahlen in Freiheit eingeschränkten Räumen in zwei Klassengesellschaften, wo Ungeimpfte gar nicht mehr in die Lokale zur Meinungsbildung konnten, gar nicht möglich war. Daher erkläre ich jetzt im Namen des Vereinten Heiligen Deutschen Königreichs, so wie die Frau Merkel, es ist nicht lustig, das wird gleich richtig ernst,
Die Frau Merkel hat damals die Wahlen von Belarus ungültig erklärt. Und genau das, was sie den Belarusern vorgeworfen hat, genau das habe ich in Baden-Württemberg exakt erwähnt. Ja, das ist passiert. Ja, Sie wollen es nicht glauben, das dürfen Sie auch. Nee, Sie werden nicht in die Ecke gestellt. Der Bundesminister hat bereits das neue Kommunalwahlrecht, der Bundespräsident hat bereits das neue Kommunalwahlrecht entschieden. Ach ja, genau, ich wollte noch was machen. Im Namen des, das habe ich zu helfen, scheinbar. Kann ja mal passieren, war Ihr Glück. Oder mein? 15 Minuten sind vorbei. Ja, der Bundespräsident hat die Wahlen, das Kommunalwahlrecht verabschiedet. Daher beantrage ich auch den Rücktritt des Bundespräsidenten und den Rücktritt der Bundesregierung, weil sie ihr Amt nicht treu ausgeübt haben. Und ich fordere jetzt alle Beamten, die sich in der Corona-Korruptionsverstrickung schuldig gemacht haben, des Amtes zurückzutreten und sich selber Stellen- und Selbstanzeige zu erstatten und endlich die Korruption hier zu beenden, sodass wir wieder ein ordentliches Land bekommen. Ton abstellen!